Herr Brandner, Zugang zum Recht in 10 Jahren. Ja, spannende Frage. Aber lassen Sie mich mal kurz auf die Richter nochmal eingehen. Ich habe ja ich muss das ja richtig stellen. Also ich habe 25 Jahre lang als Rechtsanwalt, ich hatte bei den Instanzgerichten nie ein Problem damit, dass ich auf quergeistige, teilweise selbstbewusste Richter gestoßen bin. Aber was ich in den 25 Jahren auch nicht erlebt habe, war, dass beispielsweise ein Justizsenator oder wie jetzt die Bundeskanzlerin ein ganzes Gericht zum Essen hat einfliegen lassen und das bei einer Abendveranstaltung im Kanzleramt auf Kurs gebracht hat. Und das muss ich sagen, hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, ob das mit der Gewaltenteilung in Deutschland wirklich so gut funktioniert zurzeit. Herr Brandner, wenn Sie bitte die Frage beantworten. Jetzt nochmal zu den, wie wir in 10 Jahren dastehen. Das ist immer schwierig, Prognosen abzugeben, sagt man, vor allem, wenn die sich in die Zukunft richten. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit wesentlich weniger Papier auskommen werden und mit wesentlich kürzeren Bearbeitungszeiten, vor allem bei Dingen oder bei Rechtsstreitigkeiten, die vielleicht nicht allzu weltbewegend sind. Herzlichen Dank. Ja, die kleinste Fraktion, aber die letzte Stimme. Ja, also ich glaube, zwei Dinge sind hier deutlich geworden, und das, was hier rechts außen gesagt wurde, hat nochmal gezeigt, wo eine große Gefahr auch des Rechtsstaats liegt, nämlich in der Falschinformation, Desinformation. Das ist auch ein großer Faktor, der natürlich das bestehende Rechtssystem auch immer wieder instabilisiert. Denn ich muss sagen, ich habe auch schon viele Prozesse geführt und wir haben auch verloren. Aber wir haben im Umkehrschritt nicht gesagt, wir destabilisieren das Institut, sondern wir versuchen besser für die Rechte zu streiten, auf juristischer Ebene, aber auch auf politischer Ebene. Denn man kann auch da natürlich Veränderungen herbeiführen, weil Gesetze werden ja vom Bundestag gemacht. Also kann man auch da für Mehrheiten für die eigenen Positionen streiten. Und man sollte nicht irgendwelche Desinformationskampagnen vor sich hertragen. Und ich glaube, eine Sache noch. Auf die Frage zu antworten. Ja, genau. Und jetzt die Frage, wie sieht es in 10 Jahren aus? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Und ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Und wir diskutieren darüber, ob 2030 oder 2035 oder 2050... Aber was bedeutet es beim Ausbau der regenerativen Energien, bei der Windenergie, bei der Photovoltaik? Sandra, komm mal zum Ende. Dankeschön. Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Gleichzeitig will ich euch sagen, wie es besser gehen könnte. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen, Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament, das sollten wir doch nutzen. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt. Es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von, und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Ha 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 ha